Selbstverständlich, dass man überhaupt noch Lust hat, die Kiste anzumachen. Aber es gibt auch einzelne Momente, die Mut machen. Zum Beispiel die tolle Rede des ukrainischen Präsidenten Selenskyj gestern im Bundestag. Stehende Ovation Richtung Kiew. Und das klare Signal, wir stehen an eurer Seite. Gut, an eurer Rückseite kaufen wir weiter Öl und Gas aus Russland, aber unter Protest. Direkt danach keine Ukraine-Debatte, sondern Tagesordnung inklusive Geburtstagsgrüße. Wie heißt nochmal das Gegenteil von Sternstunde? Keine Ahnung. Selenskyj beeindruckt die Parlamente der freien Welt und Wladimir Putin ist inzwischen völlig isoliert. Ja, der sitzt nur noch wütend im Kreml und feuert den ganzen Tag Generäle. Wobei, klar, isoliert war er ja schon vor dem Einmarsch in die Ukraine, wie diese Bilder beweisen. Novichok? Irgendjemand? Nein? Schade. Putins Nerven liegen blank. Gerade hat er wieder Schweden und Finnland mit militärischen Konsequenzen gedroht, falls sie doch mal eines Tages in die NATO wollen. Die Schweden stocken jetzt ihren Verteidigungsetat um 4 Milliarden auf. Die Schweden. Alte Regel. Leg dich nicht mit den Erfindern von Köttbullar an. Der russische Außenminister spricht zwar von Fortschritten in den Verhandlungen mit der Ukraine, aber kann man dem oder seinem Boss noch irgendwas glauben? Die Abstände zwischen Putins Wutanfällen werden jedenfalls immer kürzer. Ist so. Heute hat er eine Propagandarede in einem Sportstadion gehalten. Musste als Diktator mindestens einmal im Leben gemacht haben. Verwestlichte Oligarchen und Putin-Kritiker müssen sich dabei im Staatsfernsehen sowas hier anhören. Die Menschen in Russland werden fähig sein, die wahren Patrioten von Abschaum und Verrätern zu unterscheiden. Sie werden sie einfach ausspucken wie ein Insekt, das ihnen versehentlich in den Mund geflogen ist. Ausspucken auf den Bürgersteig. Hui! Da hat sich wohl ein bisschen was aufgestaut bei Väterchen Frust, wie? Er liegt wahrscheinlich an der militärischen Vollblamage, die er gerade in der Ukraine erleidet. Angeblich, sagen amerikanische Geheimdienste, bittet er schon China um Hilfe. Konkret um chinesische Fertiggerichte für seine Soldaten. Ist doch eine wunderbare Vorstellung, ne? Wenn so ein russischer Soldat nach dem Essen seinen Glückskeks aufmacht. Warte mal, wer lächelt statt zu toben, ist immer der Stärkere. Denk mal drüber nach, Wladimir. Ne? Tut er natürlich nicht. Stattdessen befiehlt er Terrorangriffe, um die ukrainische Bevölkerung zu demoralisieren. Und drangsaliert seine eigene. Landesweit sollen nach Angaben von Bürgerrechtlern gestern mehr als 900 Demonstranten festgenommen worden sein, selbst wenn sie nur ein weißes Blatt hochgehalten haben. Ja, liebe Querdenker, Sie sahen eine richtige Diktatur. Bei uns kann man mit Lauterbach als Hitler demonstrieren, unter Putin nicht mal mit einem leeren Plakat. Schon gar nicht mit dem, was die inzwischen weltberühmte Redakteurin Marina Ovsanikova live ins russische TV gehalten hat. Stoppt den Krieg, hier werdet ihr belogen. Das ist unfassbar mutig. In einem ersten Urteil hat man sie gerade zu einer Geldstrafe von 30.000 Rubel verurteilt. Das wären Stand jetzt ungefähr 12,40 Euro. Nee, warte, jetzt nur noch 10. Moment, 9. Egal. Ja, leider droht hier auch noch Gefängnis. Wer macht sonst Mut in diesen Tagen? Zum Beispiel die drei Regierungschefs von Polen, Tschechien und Slowenien, die Präsident Selenskyj in Kiew besucht haben. Also in der belagerten Hauptstadt eines Landes im Krieg. Und jetzt kommt der eigentliche Hammer. Die sind da mit dem Zug hingefahren. Verstehen Sie? In der Ukraine fahren noch Züge. Ich will jetzt keinen angucken, aber es gibt Unternehmen, die schon den Betrieb einstellen, wenn mal drei Blätter auf die Schienen fallen. Andererseits müssen wir sagen, hilft die Deutsche Bahn natürlich, ukrainische Flüchtlinge nach Deutschland zu bringen. Allein in Berlin treffen jeden Tag rund 10.000 Menschen ein. Und was freiwillige Helfer da leisten, beschämt einfach alle, die seit 2015 versuchen, aus Gutmensch ein Schimpfwort zu machen. Ehrenamtliche top, deutsche Behörden bemüht. Jeden Morgen harren hier ukrainische Flüchtlinge, die bereits eine Unterkunft haben, in der Kälte aus, um sich registrieren zu lassen. Unverständnis, warum das nicht elektronisch geht.
Ukraine ist ein IT-Land. Bei uns ist schon über Jahre elektronische ID-Karte bekannt. Ja, aber bei uns ist vorne im Amt so ein Kasten. Da zieht man sich eine Nummer raus und das ist fast genauso gut. Ne? Außerdem hat Innenministerin Nancy Faeser gerade eine App in Auftrag gegeben, die heißt Germany for Ukraine. Da erfahren die Ukrainer alles, was man über das Leben in Deutschland wissen muss. Hier ein exklusiver Sneak Peek. Zum Beispiel, dass wir in Deutschland gerne mit Formularen aus Papier arbeiten, die mit einem sogenannten Stift ausgefüllt werden. Zur Not können Sie in Deutschland mit Karte zahlen. Landesbrauch ist aber eher Bargeld, am besten passend. Dann ganz viele Infos über deutsche Mülltrennung. Da sind wir wahnsinnig stolz drauf. Hier erfährt man seitenweise alles Wissenswerte über die blaue Tonne, die gelbe, die Biotonne, wo Batterien reinkommen, wo Glühbirnen, bis hin zum schönsten deutschen Wort überhaupt, Wertstoffhof. Plus ein kurzes Unterkapitel über Spaß haben in Deutschland. Versuchen Sie bitte nicht, es zu verstehen. Wir verstehen es selber nicht. Aber wie gesagt, die unbürokratische Hilfe durch Freiwillige ist schon extrem beeindruckend. Extrem. Gut, auf eine Hilfsaktion hätte man im Nachhinein verzichten können. Ein Rentner aus Hannover, ein entlaufener Rentner, hat wohl versucht, eigene Friedensverhandlungen mit Putin in Moskau zu führen. Und das war offensichtlich völlige Zeitverschwendung. Also mal abgesehen von den Fotos, die unterwegs auf dieser Reise entstanden sind. Denn mindestens eins davon schreibt regelrecht Kunstgeschichte, meint Dietmar Wischmeier. Die Betende am Fenster. Ein verstörendes Bild elektrisiert die Welt. Bei der wächsernen Madonna handelt es sich um Soyeon Schröder-Kim, die in Gedanken bei ihrem Gattin in der Kremlschanze weilt. Gerd, lass das, hatte sie ihn noch vor der Abreise gewarnt. Der Vladi hat genug um die Ohren mit seiner Sonderzerstörung des Brudervolks. Geh du ihm nicht auch noch auf die Nüsse? Doch vergebens. Einen Schröder in seinem Lauf halten weder Scholz noch Kevins auf. Ach, Kimmy, hatte er geantwortet. Der Lupenrein und ich haben schon zusammen gesoffen. Da hast du noch bei Samsung die Platinen gebonert. Doch eins hatte der alte Bigamist seiner Angetrauten bisher verschwiegen. Der Patriarch von Moskau hatte ihn und Wladimir Atomowitsch vor Jahren heimlich getraut. Und diesen Männerbund konnte nichts und niemand trennen. Gerds Entschluss stand fest. Er würde versuchen, seinem Blutsbruder die Ukraine-Flausen auszureden. Schröder Kim hatte ihren Gerd vom Hotel noch zur Metro begleitet und dann lange nichts mehr von ihm gehört. Sie bangte um Großväterchen. Selbst in Hannover hat er sich schon etliche Male verlaufen. Und dann, auweia, in Moskau mit all den fremden Buchstaben. Immerhin war die Reise ein voller Erfolg. Wladimir Demolirovich würde bei seinem Vorstoß nach Westen vor Schröders Konto Halt machen. Sie hatten sich beim Abschied in den Armen gelegen. Alles war so eng wie immer. Zwischen die beiden passte keine noch so kleine Ukraine. Endlich wieder zu Hause. Dort heizt Gazprom den Wok und Nord Stream füllt die Rotweingläser nach. Wer brauchte da noch treulose Mitarbeiter und ein vergilbtes Parteibuch? Schröder minus Kim hat er den Karnickelzüchtern von der SPD über Instagram schon mal eine Warnung zukommen lassen. Bevor ihr den Gerd aus der SPD rauswerft, schmeißt er euch alle raus und bleibt alleine drin. Basta! Was wollten die denn noch alles? Schließlich hat er sogar auf die Ehrenbürgerwürde von Hannover verzichtet. Das bedeutet nicht mehr günstig in der Rathauskantine essen und umsonst Straßenbahn fahren. Da könnte er jetzt bei aller Liebe nicht auch noch auf die 800.000 Aufsichtsratsmoneten verzichten. Man lebt schließlich nur einmal. Geblieben von Schröders Reise ist die brütende Ikone am Fenster. Im Hintergrund die Basiliuskathedrale in Abendstimmung gehüllt. Wer das Foto geschossen hat, wissen wir immer noch nicht. Nur eins wissen wir, Gerd Schröder war es nicht. So spät am Tage wäre es bei ihm verwackelt. Dietmar Wischmeier, so, Hefte raus, Stillarbeit. Wie schafft es Deutschland aus der Abhängigkeit von Putins Gas und Öl? Ich weiß es, keins mehr kaufen? Nein, das wäre zu einfach. Oder um ein berühmtes Trainerwort abzuwandeln, entscheidend ist eine Zapfsäule. Ja, natürlich. Diesel 2,30 Euro.
Übrigens, obwohl der Ölpreis an der Börse zuletzt runtergegangen ist, sodass man vermuten könnte, dass hier Preisabsprachen der Mineralölkonzerne im Spiel sind, aber ey, da steckst du nicht drin. Wer beruflich viel fahren muss, ist jedenfalls schwer gekniffen und zu Recht sauer. Das geht ja nicht so weit. Ich meine, wenn das hier noch so weit geht, dann kostet nachher der Liter normal. Das ist eine große Schweinerei, dass man das gewagt hat, über einen Markt zu gehen. Ja, diese Interviews haben wir aus technischen Gründen vor 50 Jahren aufgezeichnet. Und nicht vergessen, eine Mark war in den 70ern tierisch viel Geld. Ne? Hat man damals noch 10 Bitcoins für bekommen. Der Verband der Spediteure spricht von der größten Krise seit dem Zweiten Weltkrieg und warnt vor leeren Supermarktregalen. Doch Rettung naht, meine Damen und Herren. Denn Christian Lindner hat seine Spendierhosen aus der Reinigung geholt. Wir werden jetzt, wenn es nach mir geht, einmal einen Vorschlag machen für einen fixen Krisenrabatt Kraftstoffe. Der könnte 30 oder 40 Cent betragen. Cool. Christian Lindner, in der Rapper-Szene auch bekannt als 40 Cent, verkündet den Tankrabatt. Bei jedem Liter gehen dann vielleicht bald 40 Cent auf seinen Deckel. So ein netter Mann. Aber ist Ihnen überhaupt richtig klar, was Sie gerade gehört haben, meine Damen und Herren? Die FDP möchte den Preis für ein Produkt nicht mehr dem freien Markt überlassen. Ja, Sie sehen mich erstaunt. Und das ist der Unterschied zur Mietpreisbremse. Die war, wir erinnern uns, für die FDP blanker Kommunismus. Aber Autofahrern muss man natürlich unbürokratisch helfen, ist ja klar. 40 Cent, das würde mehr als 2 Milliarden kosten, und zwar jeden Monat. Wo genau holen wir das Geld jetzt wieder her? Ich übersetze das noch einmal. Wir leihen uns Geld aus der Zukunft neben der Schuldenbremse. Ach so, das Geld kommt aus der Zukunft. Genial. Ja, du zahlst das, Freundchen. Findest du nicht gut? Ja, dann musst du dich beschweren. Babys. Man könnte übrigens gezielt Geringverdiener, Speditionen und Fernpendler entlasten, statt mit der Gießkanne zu arbeiten. Lindner holt Geld aus der Zukunft, das später alle zurückzahlen. Auch Leute, die mit dem Fahrrad zur Arbeit fahren. Er hält pro forma an der Schuldenbremse ab nächstem Jahr fest, arbeitet aber mit Ergänzungshaushalten und Sondervermögen. Das ist echt wie früher bei Neuen Live. Wissen Sie noch? Unser Chrissy sucht andere Worte für Schulden. Los Leute, jetzt anrufen. Der Hotbutton sucht. Wie könnte man Schulden schöner nennen? Dorniges Guthaben. Sehr gut. Oder auch geheimes, unsichtbares Ninja-Budget. Wunderbar. Wie wär's mit Magic Mystery Money? Und natürlich überraschend aufgetauchte Sofaritzengeld. Alles besser als Schulden. Ja, meine, keine Frage. PR-technisch war Lindners Idee ein absoluter Volltreffer. Tankrabatt, das versteht jeder. Im Gegensatz zu Energiegeld bei den Grünen. Das ist viel zu komplex, viel zu kopfig. Und sind wir mal ehrlich, vom Thema Klima will ja gerade eh keiner was hören. Also trotz CO2-Rekord in 2021. Das machen wir alles später. Immer eine Krise nach der anderen. Das müssen die wütenden Kinder auch mal einsehen. Was man übrigens sofort machen könnte, wären autofreie Sonntage, also die Heldengeschichte der Boomer-Generation. Autofreie Sonntage wäre da eine Maßnahme, die, glaube ich, auch sogar vielen Menschen Spaß bringen würde. Die Vorstellung, mal auf Autobahnen wandern zu gehen oder Rad zu fahren oder auf den Straßen zu spielen oder sich zu sonnen. Ja klar, einfach mal die Seele baumeln lassen am Kreuz Dortmund-Unna. Why not? Und zum Mittagessen grillt man sich einen überfahrenen Igel vom Vortag. Autofreier Sonntag, warum denn nicht? Man muss es den Meckerköppen nur schmackhaft verkaufen. Chill Sunday. Denn an normalen Sonntagen ist es ja so. Man fährt nach dem Mittagessen zum Spazierengehen in irgendeinen bekackten Wald und die Blagen hassen einen dafür. Oder man karrt den Sohn zum Fußball, obwohl alle wissen, dass er null Talent hat. Eine Stunde im Auto, um dann bei Oma Hilde Tiefkühlbienenstech zu fressen. Das verstopft die Autobahn und die Arterien. Beim Chill Sunday, formerly known as autofreier Sonntag dagegen, kann ich mir schon zum Frühstück den ersten Rotwein reinlöten, weil ich ja nicht mehr fahren muss. Nix autofreier Sonntag. Es ist schlicht der beste Sonntag aller Zeiten. Ein Träumchen. Leider hat der Chill Sunday einen kleinen Schönheitsfehler. Selbst wenn jeder zweite Sonntag autofrei wäre, spart das nur 1,4% der deutschen Ölimporte. Mehr brächte das schon ein Tempolimit.
100 auf der Autobahn gleich 8% weniger Öl aus Russland. Vorschlag, gebt doch endlich das Hanf frei. Legalisiert Cannabis, dann akzeptieren die Bürger auch das Tempolimit. Natürlich, denn bekifft am Steuer denkt man ja, dass man super schnell fährt. Lichtgeschwindigkeit. Aber das täuscht. Außerdem kann natürlich jeder von uns im Alltag Energie sparen. In allen möglichen Situationen. Früher hatte man da nie richtig Bock drauf. Aber jetzt, wo es Putin trifft, auf allen Kanälen nur noch Spartipps für den Energiekrieg. Nur die Räume beheizen, die man tagsüber auch wirklich nutzt. Kochen mit Deckel spart rund 30%. Vielleicht noch einen Pullover anziehen. Tür zumachen hilft. Rollläden runter und Vorhänge schließen. Versuchen, nicht besonders lang zu duschen. Ich möchte in einer Welt leben, in der ich aus der Toilette trinken kann, ohne Ausschlag zu bekommen. Ja, mach doch. Das Prinzip ist klar geworden. Der Einzelne soll weniger heizen. Ist nie verkehrt. Viele ärmere Familien machen das allerdings schon seit Jahren. Nur nicht wegen Putin, sondern wegen kein Geld. So oder so, Deutschland muss tatsächlich unabhängiger werden. Übrigens auch bei bestimmten Lebensmitteln. In deutschen Supermärkten geht wohl schon wieder das Hamstern los. What? Warum? Ich meine, es gibt Weltregionen, um die muss man sich Sorgen machen. Nordafrika, einige arabische Staaten, wo bald wirklich Hunger droht. Andererseits haben wir in Deutschland natürlich auch Probleme. Sonnenblumenöl wird knapp. Breaking News. Die Ölkrise ist zurück. Also die Sonnenblumenölkrise. Und wir schalten direkt mal live in einen Supermarkt in Wuppertal-Elberfeld zu Caroline Kebekus. Caroline, wie dramatisch ist die Sonnenblumenöllage? Gar nichts ist dramatisch, Oliver. Es ist einfach nur albern. Immer derselbe Reflex. Die Doofen sehen im Fernsehen ständig Berichte über knappes Öl und dann rennen sie in den Supermarkt, kaufen Öl für die nächsten 10 Jahre und wundern sich, dass Öl knapp ist. Hier sehe ich übrigens auch uns in der Verantwortung. Wir Medien müssen mit der Sonnenblumenöl-Berichterstattung aufhören. Die Leute werden zu Tieren. Mann, kauf doch einfach irgendein anderes Scheißöl. Ja, Vorsicht, Frau Kollegin, Sonnenblumenöl ist schon ziemlich perfekt zum Frittieren. Und wie soll man bitte sein Essen zubereiten, wenn man es nicht mehr frittieren kann? Ey, jetzt mal ernsthaft. Das arme Supermarktpersonal hat doch in den letzten 2 Jahren weiß Gott genug durchgemacht. Erst Corona und jetzt das hier. Speiseöle werden zum Teil bereits rationiert. Kunden dürfen somit in einigen Discountern und Supermärkten nur noch eine bestimmte Menge kaufen. Also es ist jeder zweite Kunde, kommt morgens rein und fragt immer nach, haben Sie Sonnenblumenöl, haben Sie Rapsöl, haben Sie Sonnenblumenöl? Es geht wirklich schon früh morgens um 7 Uhr los. Klar, was stimmt? Die Ukraine ist der weltweit größte Erzeuger von Sonnenblumenöl. Haben Sie vielleicht... Nein! Das eigentliche Thema ist nicht das blöde Öl, sondern unsere Landwirtschaft. Wir müssen bei Dünger und Tierfutter endlich wieder autarker werden. Und da gibt es 2 Möglichkeiten. Manche Experten sagen, um auf kleinerer Fläche mehr Ertrag zu erzielen, brauchen wir Gentechnik. Ja, ich weiß nicht. Ich bin ja mehr so für Bio, ne? Ja, prima. Dann nehmen wir Möglichkeit 2. Wir fressen nicht mehr jeden Tag Fleisch. Mit 30% weniger Schweinefleischproduktion könnten in Deutschland pro Jahr 5 Millionen Tonnen mehr Getreide angebaut werden. Ja, dann nehme ich doch lieber die Gentechnik. Genau. Uns kann man nicht helfen. Als nächstes fangen wir wahrscheinlich wieder an, Klopapier zu horten, blöd wie wir sind. Liebe Kunden, das ZDF meldet gerade, Toilettenpapier wird knapp. Bitte kaufen Sie ab sofort nur noch 2 Rollen pro Haushalt. Ach du Scheiße, jetzt geht's los. Ich hab's euch gesagt, am Ende wird sowieso geplündert. Ey, mein Mikro! Damit kannst du nicht den Arsch abwischen! Caroline Kebekus, vielen Dank. Nein! Ich mache hier gar nichts mehr, bevor ihr nicht den Kanal abonniert und ein Like da lasst. Ich hab die Schnauze voll. Ja, los, lasst ein Abo da.